Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal etwas Neues, was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Und zwar, ich habe einen Weg gefunden, wie man iPhone, iPod Touch oder auch iPad Apps kostenlos bekommt. Und ich möchte euch vorher nur darauf hinweisen, dass ihr für dieses ganze Prozedere einen amerikanischen iTunes-Account braucht. Da gibt es Anleitungen bei Google, könnt ihr einfach mal suchen, US-iTunes-Account erstellen und so weiter. Dann kriegt ihr da eine Anleitung, wie ihr das Ganze macht. Wenn ihr so einen habt, dann könnt ihr das, was ich euch gleich zeige, selbst machen. Und ihr werdet sehen, das ist kein Scherz. Ihr bekommt Apps, die Geld kosten, kostenlos. Viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr habt davon etwas. Ich bin's wieder mal mit einem interessanten Thema, und zwar viele von euch sind bestimmt totale Spielefans und sagen, ja, iPhone, da gibt's coole Spiele, zum Beispiel, sagen wir mal, Fruit Ninja, aber ihr sagt, okay, 79 Cent sind zwar nur, aber ich will es nicht bezahlen. Oder die Leute, die einen Jailbreak haben und darüber die Apps kostenlos runterladen, die machen sich darüber natürlich keine Sorgen, aber sonst, sagen wir mal, ihr wollt auch noch andere Apps haben, die muss man ja bezahlen. Und ich habe einen Weg entdeckt, wie man das Ganze umgehen kann. Und zwar, das gibt es auf dieser Seite, die heißt freemyapps.com. Der Link ist dann in der Beschreibung. Die Seite sieht so aus, wenn ihr sie zum ersten Mal besucht, steht dann hier kurz eine Erklärung. Und ihr könnt dann zu den Apps springen, die ihr runterladen wollt. Und das Einzige, was diese App will, ist eure Gerätenummer, immer mit der ihr das überprüfen. Denn sonst könntet ihr zigtausend Sachen hier runterladen. Dafür müsst ihr ein Zertifikat installieren. Da werdet ihr gefragt, ob ihr es installieren wollt. Und wenn ihr dem zustimmt und dann auf die Seite geht, dann sieht das Ganze so aus. Und man sammelt hier Credits. Was man tun muss, man muss Free Apps runterladen. Also sagen wir mal Partner oder sowas von dieser Seite. Das heißt, man geht dann zum Beispiel auf irgendeine App wie die jetzt. Dann, wenn alles klappt, sollte man in den App Store geleitet werden. Sind wir jetzt. Und dann ladet ihr die einfach runter. Die App lädt. Dem müssen wir kurz Zeit geben. Installiert. So. Und was macht ihr jetzt? Ihr startet diese App. So, jetzt wurde man da zweimal her, hin und her verlinkt. Ihr startet die App und ihr lasst die App jetzt einfach 30 Sekunden an. Es ist also völlig egal, ihr könnt hier auch rumklicken, wenn ihr Lust habt. Müsst ihr nicht machen. 30 Sekunden muss die App an sein. Das machen wir jetzt mal so nach Gefühl. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Das Ganze sieht so aus, dass wir gleich wieder die App schließen und zurück auf die Internetseite gehen von diesem Anbieter. Und dann gibt es eine sehr interessante Sache. So, jetzt werden wir die mal schließen. Jetzt geht ihr wieder auf euren Safari-Browser und jetzt landet ihr erstmal hier. Jetzt müsst ihr dem Ganzen kurz eine Sekunde geben. Da passiert jetzt alles automatisch, ihr müsst ja jetzt nichts drücken. Und zwar, jetzt wird überprüft, ob ihr die App, die ihr runtergeladen habt, auch wirklich 30 Sekunden mindestens anhattet. Genau, das ist jetzt passiert und jetzt habe ich 525 Credits. So, da sieht man es. So, und was ihr jetzt seht, hier unten sind Apps, zum Beispiel Fruit Ninja, Cut the Rope, Angry Birds, aber auch GTA 3 beispielsweise, also echt viele Spiele. Oder Gangsters Rio, Tiny Wings und Plants vs. Zombies oder Tweetbot sogar, mein Lieblings-Twitter-Client. Nova 2, GarageBand, also ihr seht, hier sind so viele Apps, auch iPad-Apps übrigens dann weiter unten. Also ihr habt hier wirklich ein großes Angebot. Und was ich euch jetzt noch zeigen will, ihr seht, ich habe 525 Credits. Jetzt will ich euch mal vor der Kamera zeigen, ob das Ganze auch funktioniert. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte Fruit Ninja. Das heißt, dann steht jetzt, will ich es runterladen, sage ich okay.
dann springen wir in den App Store, wie es aussieht, oder zu iTunes, genau. Okay, jetzt steht da, dieser Code ist nur für... Ihr braucht also einen amerikanischen iTunes-Account, wenn ihr den habt, dann und euch damit anmeldet und von der Seite weiter verlinkt werdet, dann steht hier, thank you for redeeming your code, your item is now downloading. So, wenn ich jetzt das also schließe und jetzt gucke, da ist Fruit Ninja. Wenn ich das jetzt öffne, gucken wir mal, ob das auch alles so funktioniert. Einfach mal irgendwas machen mit Kamera und so, ist das immer sehr witzig. Okay, jetzt ist es, sagen wir mal, nicht so wichtig. Was ich euch zeigen wollte, es funktioniert wirklich. Ich habe jetzt Fruit Ninja und habe es nicht bezahlt, habe es einfach bekommen. Das heißt, die ganze Sache funktioniert wirklich. Wenn ich jetzt hier wieder zurück auf die Seite gehe, dann steht jetzt, dass ich noch 135 Credits habe und ich kann jetzt zum Beispiel noch eine App runterladen, die nicht fürs iPad ist. Also ist es praktisch maximal für eine App gut, aber ihr kriegt die App ja geschenkt. Das Ganze wollte ich euch zeigen. Denkt dran, das funktioniert nur mit einem amerikanischen iTunes-Account. Da gibt es Anleitungen im Internet, wie man an so einen Account kommt. Das ist nicht sonderlich schwer. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich fand es zumindest interessant und so als Nebenbei-Geschichte ist auf jeden Fall witzig. Ich danke fürs Zusehen. Wenn ihr Kommentare, Fragen habt, dann bitte tut das. Abonniert den Channel für weitere News und bis zum nächsten Video.